Hey. Wow. Bam, bam. Bam. Yeah. Das nehmen. Treffe ich ihn? Ja, tue ich. Okay. Leute, lebt ja noch. Nein, tut er nicht. Heilen bitte, danke. Alles klar. Ah, hiervon brauche ich nichts. Schieß eh die ganze Zeit nur mit Pfeilen. Ich weiß nicht, das ist die coolste Art, einfach irgendwen umzubringen. Pfeile. Das klingt so komisch, wenn man sagt, dass man es geil findet, mit Pfeilen irgendwen umzubringen. Ah. Oh, hi. Boop. Daneben, nein. Ach komm. Geh weg. Bam. Oh, war das nicht gerade cool? Ich habe einen perfekten Moment zugedrückt. Sofort. Ja, Sir. Ausschwärmen. Wir haben sie umstellt. Ich hab was gehört. Das sehe ich mir mal an. Okay, wie mache ich das jetzt? Okay, ich muss C zum Ausweichen nutzen. Oh, der ist tot. Oh, Leute, hier ist ja noch einer. Oh, Leute, ich hab mich gar nicht gesehen. Alles klar. Okay, ich kann nicht ausweichen. Bin zu dumm dazu. Bin definitiv zu dumm dazu. Okay, aber doch nicht. Okay. Hui. Ist doof, dass hier langsam alles abfackelt. Das ist nicht gut. Oh. Falsche Munition. Ich brauche Munition für die Schrot. Ja, da musste ich einfach mit der Schrot kämpfen. Gegen solche Gegner. Wäre dumm, wenn ich es nicht gemacht hätte. Okay, wohin muss ich? Dahin. Hopp. Okay. Ich glaube, wir müssen jetzt... Wird zur Gewohnheit, dass wir uns gegenseitig retten. Er lebt! Danke. Zum Glück sind sie okay. Ist das der Weg hindurch? Ja. Da drin werden noch mehr sein. Sie müssen das nicht tun. So leicht werden Sie mich nicht los. Ich brauche noch Antworten. Dann verlieren wir keine Zeit. Yay! Dieser Pfad führt uns den ganzen Weg durch den Berg. Mein Volk hat diese Wege benutzt, bis die Sowjets kamen und anfingen zu graben. Was haben Sie hier unten gefunden? Genug, um sie neugierig zu machen. Sie haben mit Dynamit und Maschinen immer tiefer gegraben und viel Schaden angerichtet. Viele der alten Wege sind eingestürzt. Aber jetzt ist es sicher. Oder zumindest war es das. Das klingt gar nicht gut. Trinity muss die alte Minenausrüstung gefunden haben. Sie wollen zu Ende bringen, was die Sowjets begonnen haben. Und es führt kein anderer Weg ins Tal. Ich fürchte, nein. Nicht mehr. Das macht es kompliziert. Hüten! Ich meine, oh Mann, Gegner. Wenn wir so weitermachen, stürzt hier alles ein. Die Sowjets haben viele der alten Wege zerstört. Diese Maschinen sind nicht für Feinarbeit ausgelegt. Okay. Oh lol. Kann ich mich verbinden?
Nein, ich kann mich nicht verbinden. Wo laufe ich? Okay, ich laufe, wie es aussieht, da lang. Ach Gottchen! Jacob! Oh Mann! Haben wir ihn schon Jacob, wieder verloren? Jacob, sind Sie da? Hören Sie mich? Oh. Das ist nicht gut. Ach. Ah. Mann! Okay, das habe ich so aussieht nicht gemerkt. Echt? Wo? Ich sehe niemanden. Okay. Das Erz, aber ach komm. Erz müssen wir uns jetzt nicht suchen. Geht der Fahrstuhl jetzt wieder? Mist. Und jetzt? Ja, das ist eine gute Frage, Lara. Wo ist der hin? Okay, nein, tue ich nicht. Ah. Joa. Schweres Rätsel. Muss ich ja sagen. War schon krass. Schade. Ich dachte, ich kann mich an Seil anhängen. Geil. Ein Messer. Das ist nett. Haben wir das jetzt auf 4 oder wie? Können wir damit nicht kämpfen? Och Mann. Mann! Das ist doch ein Kampfmesser. Lass mich doch damit kämpfen. Weil dann muss ich das später erst ausrüsten irgendwie. Keine Ahnung. Zack. Okay, jetzt runter. Hier rauf. Darauf. Nicht. Ja, doch, irgendwie schon, oder? Achso. Oh Gott, oh Gott. Okay. Weiter rüberklettern. Wow. Okay, schöne Sache. Eine Karte. Ich bitte um doch die größtmögliche Bestätigung dieser Berichte. Seit der Entdeckung der Ruinen haben wir keine Anweisungen bekommen. Die Untersuchung der Artefakte und Schriftrollen von der Fundstelle gehen weiter. So unwahrscheinlich es ist, scheinen wir die Ruinen der legendären Stadt Kitesh entdeckt zu haben. Außerdem gibt es zahlreiche Hinweise auf eine Art Erlösergestalt. Wenn ich die Texte richtig interpretiere, war es ein Prophet, der im 10. Jahrhundert aus Byzanz floh. Die Inschriften besagen, dass er ein mächtiges Artefakt mit sich führte. Einstweilen habe ich den normalen Minenbetrieb ausgesetzt. Ich will die Wahrheit über diesen mysteriösen Propheten herausfinden. Irgendwie war der leiser als die anderen ganzen Texte, ne? Wow, ein Text ist laut, ja klar. Auf jeden Fall. Nee, echt jetzt. War ein bisschen leiser, ne? Könnte das ein Teil der verlorenen Stadt sein? Scheint so. Nochmal schön neue Münzen, alles klar. Oh.
Wir haben jetzt schweres Gerät in die Haupthölle gebracht und planen, uns Zugang zu einer Art Tempel zu verschaffen, auch wenn wir dazu die uralten Türen einreißen müssen. Während hunderte Artefakte geborgen und katalogisiert wurden, sind zwei Wachtrupps in den Minen verschollen. Ich habe die einheimischen Gefangenen persönlich verhört. Sie beteuern, nichts über den Verbleib der Wachen zu wissen. Obwohl wir sie hart bestraft haben, fürchte ich, dass wir kurz vor einem Aufstand stehen. Damit magst du vielleicht recht haben. Das war knapp. Ja. Gut, dass ich das jetzt sehe. Damit habe ich aber gerade gar nicht gerechnet, ey. Das Wandbild zeigt den Propheten, wie er in Konstantinopel predigt. Griechisch schon fast Level 5, Alter. Oh. Na, heiß. Compoundbogen. Ich hoffe nur, Jacob lebt noch. Ich weiß nicht genau, wo ich bin. Das wird zusehends zu meiner Lebensgeschichte. Ich kämpfe ums Überleben, aber trotzdem habe ich Hoffnung. Hier sind überall unglaubliche Ruinen. Das muss ein Teil der verlorenen Stadt des Propheten sein. Aber was ist noch wahr? Die göttliche Quelle. Könnte sie wirklich hier sein? Könnte sie. Machen wir das. Machen wir das. Okay. Mann. Ach du Scheiße! Oh nein! Oh nee! Gegner! Offenbar hatte Erna recht mit der verlorenen Stadt. Die Quelle muss irgendwo hier unten sein. Shit! Habe ich nicht gerade schon wieder eine Rauchgranate gemacht? LOL! Wo kommst du denn her, du Arsch, Alter? Wow! Nein! Oh, lol, ey. Alter, sorry, wow. Wow. Das war gerade ja übel bad, ey. Der Rauch hat sich schnell verzogen. Scheiße. Nein. Vielleicht soll ich mal mit anderen Waffen kämpfen. Oh Gott. Ja, das tut ihr. Was? Ich muss nachladen. Als ob ich ihn nicht getroffen hab. Hey! Immer noch nicht. Was ist denn das? Oh Gott. Wow, war das, gut. Wow, war das gut. Genossen, eine Antwort auf meine Berichte ist unerlässlich. Wir benötigen hier dringend Vorräte und Verstärkung. Ein Aufstand ist in vollem Gange. Die Gefangenen kontrollieren die Ausgrabungsstätte und die umliegenden Anlagen. Als Vergeltung habe ich Massenhinrichtungen der einheimischen Gefangenen angeordnet. Mit etwas Glück legen diese Rebellen die Waffen nieder und ergeben sich, um ihre Landsleute zu retten.
Ich denke nicht. Das hebe ich auf. Das hebe ich auf. Nö. Okay, was ist hier los, Alter? Ja. Nice. Oh, endlich, Alter. Darauf habe ich schon gewartet. Darauf habe ich schon gewartet. Mir ist klar geworden, dass unsere Kommunikation sabotiert wurde. Ihr habt meine Nachrichten vermutlich schon länger nicht erhalten. Aber ich sende weiter, wie es meine Pflicht ist. Einheimische haben uns an mehreren Fronten angegriffen, nachdem wir sie mit den Hinrichtungen ihrer Leute unter Druck setzen wollten. Es sind weit mehr, als wir je angenommen haben. Es ist klar, dass sie von der anderen Seite des Berges kommen und ihre Revolte schon seit Jahren gut geplant haben. Wir sind ohne Strom und Wasser und der Winter steht bevor. Die von uns, die noch hier sind, reisen bald ab. Wir haben einen Zug und wir werden so viele Aufzeichnungen und Artefakte mitnehmen wie möglich. Okay. Yeah. Oh, ich liebe das, ne? Gut, dass ich mir das gekauft habe, ey. Ohne Witz. Vor mir hat schon jemand versucht, die Tür zu öffnen. Na. Aber ein Versuch war's wert, ne? Ein Versuch war's wert. Einfach mal gegenschlagen. Haben wir hier vielleicht noch irgendwas, irgendein Geheimnis oder so, irgendwie, ja gut, Pilze. Bin ich jetzt nicht so der Fan von. Wir gucken erstmal, glaube ich, den Weg lang. Können wir da überhaupt rankommen? Ne, kommen wir nicht, okay. Alles klar. Dann halt, oh Gott, das war, lol. Ich dachte jetzt, ich sterbe. Ohne Witz. Wo muss ich lang? Muss ich hier lang klettern? Ich glaube schon. Ja, muss ich, okay. Oh Gott, das bricht doch gleich weg. Oder auch nicht, okay. Huh. Das muss ich hochziehen, wie es aussieht. So. So. Runterschieben. Hier hochrennen, das zack. Genau. Und jetzt kurbeln. Und dann... Ja. Ich glaube gleich das Ding zerschneiden. Würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Okay, ob das so schlau war, weiß ich jetzt nicht. Okay, es war schlau. Alles klar. Hätte aber auch ein bisschen nach hinten losgehen können, ne? Solltest du dir vielleicht erst überlegen, und was du machst, Lara, und dann handeln. Also, ne? Nur so nebenbei erwähnt. Miaum. Ach, herrlich. Herrlich, dieses Werkzeug gekauft zu haben. Ah, okay. Oh. Achso, Pilze. Okay, kann ich nicht mitnehmen. Brauche ich jetzt auch nicht. Unbedingt. Warum ist es dein Ernst? Du bist nicht gestorben, dein Ernst? Zack. Oh. Das war ein guter Shot. Oh. Gib dir Feuerschutz. Rücke vor, geht mir Deckung.
Okay. Hey! Der lebt ja auch noch! Was ist denn mit euch, ey? Dass ihr immer alle überleben müsst, ne? Das geht ja gar nicht, ey. Finde ich nicht okay.